Das Hechmecke-Studio war am 20. August 2017 zur zweiten Heimkehr der alten Kastenlok 3 der Plettenberger Kleinbahn aus Bruchhausen-Vilsen zur Begrüßung bei der Märkischen Museumseisenbahn. In dieser kurzen Dokumentation erzählt Udo Feldhaus, erster Vorsitzender der MME, etwas zu Lok Plettenberg und anderen vereinseigenen Fahrzeugen. Plettenberg, das heißt unsere in Anführungszeichen, sie gehört dem Deutschen Eisenbahnverein, aber der hat uns freundlicherweise die Lokomotive ausgeliehen, um sie hier nochmal zeigen zu können. Anlass ist, dass die Maschine in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden ist und darum ein Ehrenplatz bei uns bzw. einen Sonderfahrtag bei uns absolvieren soll. Die Maschine wird vom DEV gewartet und instand gehalten, sodass wir eigentlich jetzt die Maschine nehmen können und damit fahren. Die Maschine hat eine Saugluftbremse im Gegensatz zu unseren anderen Fahrzeugen, die wir hier haben. Und da bedarf es noch einiger Anpassungsarbeiten und dann wird sie ab dem nächsten Fahrtag, das ist das Kartoffelfest, hier auch im Einsatz sein. Für das Jahr 2018 haben wir vorgesehen, die Maschine nochmal hier hinzuholen, um dann die notwendigen Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Maschine durchzuführen. Das soll unser Team machen unter Anleitung und Begleitung des Deutschen Eisenbahnvereins, sodass wir auch die Technik dieser Dampflok beherrschen bzw. warten können. Ja, hier haben wir unseren Triebwagen. Das ist ein Triebwagen der Eckernförder Kreisbahn. Dieser Wagen von der Firma Talbot. Talbot war Hersteller von Triebwagen, speziell in den 60er und 70er Jahren. Nachdem dieses Fahrzeug abgestellt werden musste wegen dringender Reparaturarbeiten, haben wir ihn jetzt vor 2,5 Jahren aus dem Dornröschenschlaf erweckt und haben angefangen, ihn aufzuarbeiten. Das ist eine komplette Hauptuntersuchung, das heißt, hier wurden alle wichtigen Teile des Fahrzeuges auseinandergenommen und bearbeitet. Bei der Befundung stellte sich heraus, dass doch mehr an diesem Triebwagen zu machen war, als wir ursprünglich angenommen haben, sodass sich die Reparatur so lange hingezogen hat. Letztlich und endlich, als wir dachten, wir hätten alles gedacht, stellte sich heraus, dass die Achsgetriebe an den Drehgestellen überarbeitet bzw. neu angefertigt werden mussten, sodass wir da nochmal ganz tief in die Tasche gegriffen haben. Und als wir damit fertig waren und ihn zusammenbauen wollten, stellten wir fest, dass trotz erstmaliger Befundung und für gut befundene die Achslager defekt waren. So mussten alle ausgetauscht werden, aber diese Arbeiten sind gemacht, sodass wir jetzt mit dem Innenausbau weitermachen können.
wenn der Triebwagen mal fertig ist, was hat denn dann in Summe gekostet? Ungefähr. Die Aufarbeitung des Triebwagens wird zwischen 75 und 80.000 Euro dann gekostet haben. Momentan ist noch die Elektrik zu installieren und die Pneumatik einzubauen. Aber dann hat er auch seine Hauptuntersuchung gut überstanden und wird uns noch für 10 Jahre, denke ich mal, 15 Jahre keine weiteren Probleme machen. Wie stemmen Sie die ganzen Kosten eigentlich? Durch Spenden oder? Also die Kosten, die dort entstanden sind, sind zum Teil durch Spenden, zum größten Teil durch Spenden eingenommen worden oder zusammengekommen. Die anderen finanziellen notwendigen Auslagen hat der Verein selber noch stemmen können aus den Gewinnen, die wir halt hier im Jahr durch unseren Fahrbetrieb erzielt haben. Ja, das sind also die Drehgestelle und die Achsen vom Achsgetriebe des Triebwagens. Die Reparatur bzw. die Instandsetzung war geplant in einer Größenordnung von 30.000 Euro. Mittlerweile liegen wir in einem Bereich von 75.000 Euro. Es wird immer etwas teurer, als man denkt. Bei der Befundung, wie gesagt, haben sich dann noch weitere Schäden ergeben. Aber wir hoffen, dass wir jetzt mit allem durch sind und wenn die Achslager eingedrückt sind, wir alles zusammenbauen können. Also hier haben wir den Rahmen eines offenen Güterwagens, der völlig restauriert wird. Dazu mussten all die Teile, die über die Jahrzehnte verschlissen sind, ausgetauscht werden und durch neue Teile ersetzt werden. Ziel bei einer Aufarbeitung einer historischen ist es, so viel wie möglich von den alten Fahrzeugresten zu bewahren und nur das auszutauschen, was wirklich nicht mehr zu retten ist. Das ist an diesem Fahrzeug geschehen. Ein Schwesterfahrzeug ist bereits fertig und wird in den nächsten Tagen hier nach Hühlenkausen kommen. Dann kann man vorher und nachher ganz gut vergleichen. Darüber gedreht, was kann man dann da reinfassen?
Bilder mit Seltenheitswert. Unsere alte Kastenlok 3 im Rollwagenzug. So wie hier zu sehen, Kastenlok 4 im Rollwagenzug war die Plettenberger Kleinbahn bis 1962 auf Plettenberger Straßen unterwegs. Dann hätten wir. Oh, wer kommt denn? So,
Ja.